Luftfahrt ist immer spannend zu beobachten, aber während hierzulande das Potenzial zu einem Großteil schon ausgeschöpft zu sein scheint, keine Sorge, ist es nicht, aber die Fluggesellschaften sich eher zusammenschließen, konsolidieren und eben nicht mehr zweistellige Wachstumsraten fahren können, sondern alle mal so ein bisschen den Gang runterschalten und versuchen, das, was sie haben, zu optimieren und eben nicht mehr immer weiter expandieren können, weil es sonst einfach zu massig Überkapazitäten kommen würde, da hatte man immer noch so im Hinterkopf da in Asien, da sieht das noch ganz anders aus. Da gibt es wahnsinnig viel Potenzial für die Fluggesellschaften. Auch wahnsinnig viel Potenzial für neue Fluggesellschaften, die dort gegründet werden, innerhalb kürzester Zeit riesengroß werden. Da bestellen die Fluggesellschaften ihre Flugzeuge direkt immer mal in so 200er-Packs und sichere Jobs bekommt man dort als fliegendes Personal quasi garantiert. Ja, und zu diesen sicheren Orten, zu diesen Orten mit viel Potenzial, gehörte auch immer Indien. Und jetzt schauen wir da mal rüber. Und jetzt geht da eine riesige internationale Fluggesellschaft pleite, stellt den Betrieb ein und eine andere ist kurz davor. Ja, und was es damit auf sich hat, was da gerade abgeht, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch allen frohe Ostern. Ja, wir reden heute nicht zum ersten Mal über die indische Luftfahrt, haben wir schon häufiger mal drüber gesprochen. Was man da auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten sollte: Indien ist wirklich ein riesengroßes Land. Dort gibt es fast 1,4 Milliarden Einwohner. Damit ist Indien das zweitbevölkerungsreichste Land der Welt. Und Indien ist ohne Zweifel wohl mit das vielfältigste Land der Welt. Landschaftlich, kulturell. Und es gibt wohl kein Land, das so viele Amtssprachen, so viele offizielle Amtssprachen hat, wie es in Indien der Fall ist. Luftfahrt war hier lange überhaupt kein Thema, schon gar nicht im Land selbst. Das ist ein Potenzial, was man erst spät erkannt hat, lange nicht genutzt hat, jetzt aber voll dabei ist. Hingegen in der internationalen Luftfahrt ist man auch in Indien schon ganz, ganz lange am Start. Die nationale Fluggesellschaft Indiens, Air India, diese Airline gibt es bereits seit den 1930er Jahren, also schon eine ganze Weile. Aber es ist auch eine Fluggesellschaft, die heute in der modernen Zeit immer wirklich wenig System, wenig Struktur hatte und wenig Ordnung. Und es ist eine Fluggesellschaft, die schon wirklich lange kein Geld mehr verdient hat. Nach außen hin ist das ein total verkorkster und verdrehter Haufen von Fluggesellschaft und aus dem Grund wollte der Staat seine Fluggesellschaft in den letzten Jahren verkaufen. Wollte diese Aufgabe der Optimierung, der Restrukturierung dieser Fluggesellschaft, der ja auf jeden Fall jetzt auf dem Zettel steht, diese Aufgabe wollte man eventuell an jemand anderen abgeben, der das deutlich besser kann als der Staat selbst. Denn es gibt ja dutzende Beispiele auf der ganzen Welt für Fluggesellschaften, für große internationale Fluggesellschaften, die den Namen, den Ruf, den Stolz eines Landes sehr, sehr gut nach außen tragen können und die eben nicht unter staatlicher Führung, sondern eventuell unter privater Führung oder als Aktiengesellschaft oder wie auch immer am Markt vertreten sind. Und das mit dem Stolz der Land und Leute nach außen tragen, das ist Air India in den letzten Jahren nun wirklich nicht gelungen. Aber trotzdem, man hat immer weiter neue Flugzeuge gekauft, man hat immer weiter Geld in diese Fluggesellschaft investiert. Vielleicht gerade um diesen eben angesprochenen Punkt zu optimieren und das immer weiter zu verbessern, was man nicht wirklich geschafft hat. Aber gut, es kam dann Boeing 777-300ER in die Flotte der Air India. Dazu war die Fluggesellschaft auch einer der Erstkunden für die Boeing 787. Die erste kam bereits im Jahr 2012 zu der Airline. Heute fliegen fast 30 Dreamliner bei Air India. Aber trotzdem, Auslastung von unter 70% auf internationalen Flügen der Air India, das war da immer absoluter Standard. Und dann guckt man sich mal europäische oder amerikanische Fluggesellschaften an, die hängen immer mal so bei 89 oder 90% Auslastung. Oder dann braucht man bei den Low-Cost-Airlines gar nicht erst anfangen. Die sind oftmals, Ryanair zum Beispiel, bei 98 oder je nach Monat, im Jahr dann irgendwann nochmal bei 99 oder fast 100% Auslastung. Also die sind quasi immer mit vollen Flugzeugen unterwegs. Schaut man dann auf die Inlandsflüge der Air India zu diesem Zeitraum 2012, dann war oftmals nicht mal ein Drittel des Fliegers besetzt. Und damit kann man selbstverständlich kein Geld verdienen. Dazu wurde in diesem Zeitraum rund um 2012 auch noch eine weitere erschreckende Bilanz aufgestellt bei der Fluggesellschaft. Etwa 6 Milliarden Dollar Schulden hatte man zu dem Zeitpunkt. Und ihr könnt jetzt dreimal raten, wie viele von den knapp 175 Verbindungen, die Air India zu dem Zeitpunkt angeboten hat, auf wie vielen man davon Gewinn erwirtschaften konnte. Ganz genau, völlig richtig, es waren selbstverständlich zwei Verbindungen von 175. Total plausibel, dass hier an dieser Stelle, als man das alles rausgefunden hat und diese Bilanz aufgestellt hat, dass da direkt erstmal 4,4 Milliarden Dollar vom Staat wieder in die Airline investiert werden. Logisch, warum auch nicht? Es gibt ganz viele Beispiele für staatliche Geldverschwendung, aber das muss ziemlich weit oben mit dabei sein. Gut,
Währenddessen bauten Fluggesellschaften wie Indigo oder Go Air oder wenig später dann auch irgendwann SpiceJet, diese Fluggesellschaften bauten ihre Flotten als Low-Cost-Airline, bauten ihre Flotten im Land auf und nutzten dann das Potenzial, was an der Air India komplett vorbeigegangen ist. 2017, also vor gut 2 Jahren, kam dann ein sehr wichtiger Schritt. Man hat die Fluggesellschaft Air India jetzt offiziell zum Verkauf angeboten. Das, was ich eben angedeutet habe, man will diese Aufgabe der Restrukturierung jetzt an einen neuen Kunden, an einen neuen, besseren Kunden abgeben. Und das hat aufgrund der ganzen Bedingungen, die damit zusammenhängen, mit einem möglichen Kauf, zum Beispiel Unternehmensanteile von Tochterunternehmen, die man mit hätte übernehmen müssen, oder für einen ausländischen Käufer, der kann nur mehrheitlich bei der Air India mit einem indischen Partner einsteigen. Unter anderem diese Bedingungen haben dann dafür gesorgt, dass man bis Mitte 2018, Ende 2018 und theoretisch ja dann auch bis heute keinen vernünftigen Käufer für die Air India finden konnte. Sie bleibt weiter im staatlichen Besitz. Niemand möchte diese Fluggesellschaft haben. Was dann davon übrig geblieben ist, zu dem Zeitpunkt übrigens noch mit knapp 8 Milliarden Dollar Schulden, das war der eben angesprochene ungeordnete und völlig verkorkste Haufen Fluggesellschaft. Jetzt wurde Air India also in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten immer wieder massiv vom Staat unterstützt. Mit anderen Worten, die staatliche Fluggesellschaft ist selbstverständlich sehr stark vom Staat abhängig. Das wiederum bedeutet, und das ist jetzt ganz wichtig, dass der Staat auch, je nachdem wie die Fluggesellschaft jetzt in Zukunft läuft, wir gehen einfach mal davon aus, dass es genauso weitergeht, wie es auch schon die letzten Jahre lief, das bedeutet, dass der Staat natürlich auch ganz leicht und ganz schnell über die Zukunft dieser Fluggesellschaft entscheiden kann. Tradition hin oder her, der Staat hat das einfach in der Hand. Und aktuell laufen in dem Land, in Indien, Parlamentswahlen. Und das bedeutet, dass sich die Person bzw. das Parlament, das hier Entscheidungen über die Luftfahrt in Indien trifft, das kann sich von einem Tag auf den nächsten ändern. Und das wirklich Unschöne für die Fluggesellschaft ist, dass die aktive Regierung, die jetzt noch aktive Regierung, angedeutet bzw. angekündigt hat, sollte man sie wieder wählen, dann wird man die Unterstützung für Air India auf kurz oder lang einstellen. Und das kann tatsächlich das Todesurteil für die Fluggesellschaft bedeuten. Also, da steht uns in naher Zukunft noch ein bisschen was Spannendes bevor und dann könnte tatsächlich eine wirklich traditionsreiche Fluggesellschaft mit knapp 120 Maschinen, die sich aktuell in der Flotte befinden, könnte von einem auf den nächsten Tag am Boden bleiben, weil sie einfach kein Geld mehr verdienen kann, so wie sie aktuell unterwegs ist. Und damit würde es der Air India ganz genauso ergehen wie einer weiteren wirklich großen internationalen Fluggesellschaft in Indien jetzt vor wenigen Tagen und das ist Jet Airways. Diese in den 1990er Jahren gegründete Fluggesellschaft ist in Indien quasi das Pendant zur Air India, nur halt eben nicht unter staatlicher Führung, sondern in privater Hand. Man hat aber ebenfalls eine Flotte bestehend aus 120 Flugzeugen, also die Anzahl der Maschinen ist hier tatsächlich nahezu identisch und davon sind nur 18 Maschinen Langstreckenflugzeuge, alles andere sind Kurz- bzw. Mittelstreckenmaschinen. Das heißt, für Jet Airways, die können deutlich mehr Passagiere befördern als eine Air India pro Jahr. Das sorgt wiederum dafür, dass Jet Airways in den letzten Jahren zur zweitgrößten Fluggesellschaft Indiens wurde, was die Passagierzahlen angeht. Kleiner Funfact zwischendurch. Air India hat trotzdem mehr als 5000 Mitarbeiter mehr als Jet Airways. Aber gut, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ist ja auch egal, ändert nämlich alles nichts daran, dass auch Jet Airways in den letzten Jahren kaum noch Gewinne einfliegen konnte. Beziehungsweise das war immer schon so ein Auf und Ab und tendierte dann jetzt immer weiter in Richtung Minus, was der Fluggesellschaft jetzt zum aktuellen Zeitpunkt knapp 1 Milliarde Dollar Schulden einbrachte. Das ist ziemlich viel für eine 120 Flugzeuge starke Fluggesellschaft. Und das ist viel zu viel für eine Fluggesellschaft unter privater Führung, in privater Hand. Denn staatliche Zuschüsse gibt es hier keine und schon gar nicht in Höhe von mehreren Milliarden Dollar. Dass es hier also schon bald kein Geld mehr für einen regulären und reibungslosen Betrieb der Fluggesellschaft geben wird, das war absehbar. Und jetzt passiert genau das, was auch bei der Wow Air passiert ist, bei der isländischen Fluggesellschaft, die ja mittlerweile auch schon eine ganze Weile wieder am Boden steht. Vielleicht erinnert ihr euch da noch, da hat auch der Mann an der Spitze seine Anteile an seine Gläubiger bzw. die Gläubiger seiner Fluggesellschaft verkauft. Das verschafft der Fluggesellschaft erst einmal wieder ein bisschen Geld, aber nur für kurze Zeit, denn man befindet sich selbstverständlich noch immer im Minusbereich. Man hat, ganz doof gesagt, immer noch Schulden. Und ihr merkt schon, worauf ich hinaus möchte, das ist eine verdammt kurzfristige Lösung. Denn langfristig wird mit diesem Geld ja nichts optimiert bei dieser Fluggesellschaft. Hier wird nicht wirklich langfristig etwas verbessert und schon gar nicht grundsätzlich etwas verbessert. Also daraus wird meistens nicht, das ist eine sehr kurzfristige Lösung. Ihr wisst, wie es bei Wow Air ausgegangen ist. Die Fluggesellschaft stand wenige Tage später am Boden und genauso ist es jetzt auch bei Jet Airways. Die indische Fluggesellschaft stellte nun ihren Betrieb vorläufig komplett ein. Na gut, das war zu erwarten. Unschön ist das nur, wenn das Ganze nicht mit einer bestimmten Grenze passiert, so wie zum Beispiel bei Air Berlin. Da konnte man sich durch einen entspannten Kredit der Bundesregierung noch wirklich lange darauf vorbereiten. Man wusste ganz genau, wann das vorbei ist
und wann die dann wirklich auch alle am Boden bleiben. Und vorher sind die meisten Flieger dann auch tatsächlich noch geflogen und haben Passagiere von A nach B gebracht. Das ist bei Jet Airways und bei quasi allen anderen Fluggesellschaften, denen das Geld ausgeht, da ist das nicht so. Denn hier muss sich die Fluggesellschaft Stück für Stück auseinandernehmen lassen, wenn man nicht selbst entscheidet, den Betrieb jetzt sofort zu beenden. Mit anderen Worten, die Airline schrumpft Stück für Stück immer weiter zusammen und das in kürzester Zeit, weil immer wieder an irgendwelchen Stellen Geld fehlt. Man kann einfach nicht mehr bezahlen. Von den knapp 120 Jet Airways Flugzeugen blieben innerhalb kürzester Zeit, vor knapp anderthalb Wochen, da blieben nur noch knapp ein Dutzend der Flieger übrig. Und das ist natürlich nichts. Damit lässt sich ja quasi gar nichts mehr von der Fluggesellschaft vernünftig bedienen. Das liegt daran, dass man entweder die Flugzeuge direkt mal zu Hause gelassen hat, in Indien, weil man wusste, dass die Maschinen nicht wie geplant wieder zurückkommen werden, sondern dort, wo sie dann hinfliegen, quasi scheitern werden an ihrem Rückflug. Oder aber man hat die Flugzeuge losgeschickt, beispielsweise eine Boeing 777 nach Amsterdam, und die Maschine wurde dort aufgrund von nicht beglichener Rechnung beschlagnahmt. So reduzierte sich die Flotte der Jet Airways also innerhalb kürzester Zeit auf das eben angesprochene Dutzend an Flugzeugen, damit geht kaum noch was, und so stellte man am 11. April, also jetzt gerade vor wenigen Tagen, alle Interkontinentalflüge ein. Und dazu auch noch ein paar Inlandsflüge. Blieb ja nicht mehr viel an Fliegern übrig. Am vergangenen Mittwoch war dann erst einmal komplett Schluss. Man hat alle Flugzeuge der Jet Airways am Boden gelassen, da die Fluggesellschaft keine Rechnung mehr begleichen konnte. Das ist wie immer mal wieder bis zur letzten Sekunde ausgekämpft. Also so lange, wie es gerade eben noch ging. Und das ist mal wieder, wir sehen es ja mittlerweile ziemlich oft, ist mal wieder schlecht für alle Passagiere und für alle Mitarbeiter. Und im Hintergrund läuft bei der Jet Airways jetzt auch immer noch der Verkaufsprozess der Fluggesellschaft weiter. Und auch das ist ein Bild, was wir jetzt mittlerweile in den letzten Monaten wirklich häufiger gesehen haben. Das heißt, man hat die Fluggesellschaft jetzt am Boden, hält sie nahezu das, was man nur gerade noch irgendwie halten kann. Das hält man in einem nahezu betriebsbereiten Zustand. Haben wir beispielsweise bei der Germania gesehen. Und währenddessen versucht man immer noch weiter, einen Käufer zu finden. Aber dass hier jetzt jemand mit viel Geld um die Ecke kommt und sagt, klar, ich schmeiße diese Fluggesellschaft jetzt wieder in den Himmel, das ist nahezu ausgeschlossen. Hat auch bei der Germania nicht funktioniert und wird höchstwahrscheinlich auch hier bei Jet Airways nicht funktionieren. Und so verliert ein Land, das anscheinend doch wahnsinnig viel Potenzial hat. So verliert ein Land mal eben schnell eine große internationale Fluggesellschaft. Und die nächste große internationale Fluggesellschaft in der gleichen Größenordnung, die steht kurz davor, am Boden bleiben zu müssen. Also, Indiens Luftfahrt steckt ohne Zweifel in einer großen Krise. Aber wie kann das denn bitte sein? Und wie soll das jetzt weitergehen und was ist die Erklärung dafür? Naja, man gibt erst einmal der eigenen schwachen Währung eine Mitschuld immerhin. Das sorgt nämlich dafür, dass beispielsweise Einkäufe in US-Dollar, zum Beispiel eben Einkäufe von Kerosin, dass die in Anführungszeichen unbezahlbar teuer werden. Beziehungsweise, ich glaube, es ist ein Tropfen, der das Fass jetzt vielleicht gerade mal eben zum Überlaufen gebracht hat. Aber Luftfahrt, zivile Luftfahrt in Indien, die funktioniert anscheinend einfach ein bisschen anders. Möchte man, ganz doof gesagt, mit der Masse an Menschen, die es in Indien ja gibt, möchte man damit Geld verdienen, dann muss man jetzt erst einmal eine wahnsinnig breite Mittelschicht quasi an das Flugzeug heranführen. Und das eben mit unkomplizierten Flugreisen, mit unkomplizierten Ticketgeschichten und so weiter, mit unkomplizierten Buchungsklassen und vor allem mit günstigen Tickets. Und das schafft eine Indigo oder vielleicht auch SpiceJet oder andere neue Fluggesellschaften, GoAir. Die ist für noch ein bisschen kleiner, aber die haben auch noch viel vor. Und inwiefern man das dann eventuell mit neuen Flugzeugtypen auch auf die Langstrecke übertragen könnte, das ist dann nochmal eine andere Frage. Aber für Fluggesellschaften wie Jet Airways oder Air India mit deren Konzept, für die scheint die Zeit erst einmal vorbei zu sein. Dazu finde ich es noch sehr interessant, wie viele Aspekte von den Airline-Pleiten, die sich jetzt hierzulande oder hier in Europa in den letzten Monaten und Jahren ereignet haben und wo wir dann noch drüber gesprochen haben, ich finde es sehr interessant, wie viele Aspekte da jetzt auch nach Indien passen, auf die aktuelle Situation in der indischen zivilen Luftfahrt. Aber gut, damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und über Feedback zum Video. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Pullover wie diesen hier gibt es unten unter den Videos. Und dann ja, sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Ich wünsche euch allen noch einen entspannten Sonntag. Lasst es euch gut gehen und tschüss.